So, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Smaragd. Hier, die letzte Aufnahme ist wieder zwei, drei wöchentlichen her. Deshalb weiß ich gar nicht mehr genau, wo wir waren. Ja, wir waren auf jeden Fall in Fausterhafen. Unser Team habe ich etwas trainiert, noch off-cam. Es besteht nur aus Marquita, Bummels, Reptane und Stolyon. Ich habe tatsächlich sogar Bummels etwas trainiert. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich zuerst hier in die Feld, wie heißt das denn, Granithöhle gehen soll. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, in der Arena von Hand, den habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir es mal tun, und zwar in die Granithöhle gehen und Troy den Brief bringen. Kann ich währenddessen auch immer so ein bisschen zeigen, was das Team so, wie es im Moment ausschaut. Ja, das Marquita hat mit Überwurf eine relativ starke Attacke, die hat zwar immer Letztschlaggarantie, sage ich jetzt einfach mal. Aber dafür ballert die ganz schön. Ja, und ich denke, wir sollten mit Reptin Marquita in der Arena dann auch was ausrichten können. Ich werde jetzt noch Bummels nach vorne tun. Das entwickelt sich bald. Das ist natürlich nur temporär im Team, bis wir das nächste Teammitglied fangen. Was aber noch eine Weile dauert, wenn ich so hier auf den Zettel schaue. Ja, deswegen würde ich so lange einfach Bummels beziehungsweise seinen Mund hier etwas im Team lassen und ja, das Ganze trainieren. Ich glaube, das ist ganz gut. Und hier unten ist auch die Monster auf Level 11. Ui, das ist ganz schön hoch. Flucht unmöglich. Läuft. Nachtnebel hat zum Glück keine Wirkung, sonst... Digga, verarsch mich nicht, ey. Das langweilt gerade schon wieder heftig. Danke sehr. Alle anderen hätte ich jetzt weggeklopft, aber gegen... Gegen Zubiris habe ich eben nichts, deshalb muss ich da fliehen. Ja, generell ist es nicht unbedingt die Höhle, wo man Bummels trainieren kann. Außer gegen Super, da das ganz gute Karten. Mit Zerschneider, jetzt sehe ich aber auch Tagedieb, da kann man dann immer ein bisschen wieder zurückschlagen. Also, was heißt zurückschlagen, sich das zurückholen. Aber das Level-Up, das geht extrem lang. Also, ich glaube nicht, dass es hier noch was wird. Das wäre dann auch erst so ein bisschen für den Notfall und für Off-Camp-Situationen. Und jetzt, wo ich gerade das Zubiris hier auf Level 10 schon wieder sehe, habe ich eigentlich direkt keine Lust mehr. Aber diesmal kommen wir immer beim ersten Mal. Das ist ja schon mal ganz gut soweit. Gut, hier geht es noch eine Etage tiefer. Und ich würde sagen, Zubats klopfen wir einfach schnell weg. Das geht ja ganz fix. Dann muss man es da... Und wahrscheinlich fliegen geht länger, von daher... Passt das so, denke ich. Ja, ich versuche ja, oder ich kann ja in Pokémon Smaragd ein bisschen über den Kanal im Moment reden, also... Oh shit, das ist... Oh, das ist nicht gut. Ist gerade nicht aufgepasst. Oh Gott, ey, das kann ja lang dauern. Naja, zumindest einen Versuch gebe ich dem jetzt mal hier, aus der Confusion rauszukommen. Danach ist halt dann Feierabend, dann fliehen wir. Ja, es war klar, dass das passiert. Das hat mich nicht im geringsten gewundert, aber gut. Dann gehen wir hier aus dem Kampf auch raus. Wir das Training komplett auf Off-Camp verschieben für Bummels, weil das nervt mich jetzt. Genau, jetzt aktuell ist es Donnerstag. Der 15. August. Das heißt, morgen kommt Part 6 von diesem Projekt. Ich habe mir ja diesmal auch seit längerer Zeit nur wieder so einen inoffiziellen Upload-Plan gemacht und das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Mr. Dungeon läuft zwar so vom LP-Spaß her läuft das ganz gut, aber von den Views natürlich eher so nicht. Das fände ich ganz chillig, wenn das auch mal ein bisschen eskalieren würde, aber das kann man natürlich immer schwer, das so, gerade bei Mr. Dungeon, weil das eh schon ein schwieriges Projekt ist. Ich hätte vielleicht doch irgendwie Blitz organisieren sollen, weil ich einfach komplett keine Ahnung habe, wo ich hin soll. Aber ich möchte in diesem Part auf jeden Fall die Arena noch machen. Das wäre ein Ziel, das ich auf jeden Fall anpeilen würde. Hier geht's hoch, ich erinnere mich, glaube. Ja, da geht man irgendwie ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch und dann ist man wieder, dass man da oben bei Troy irgendwie, das passt dann, glaube ich. Ich würde am liebsten würde ich hier einfach ein bisschen schneller durchgehen, weil die wilden Monster sind echt nicht so spannend. Allerdings würde ich dann später, wenn wir ein Fahrrad haben, nochmal die Granithöhle gern zurückkehren und wirklich mal so ein bisschen hier das Ganze... Habe ich die damals einen Rubin erkundet? Ich glaube nicht. Ich mir... Ey, was ist ein Rubin? Ein Saphir? Ein Rubin sowieso nicht. Das war eine Speed-Level-Challenge.
Und da werde ich garantiert keine Erkundung machen. Schon gar kein Backtracken, wobei ich da für die Speed-Level-Challenge doch übergründlich war, eigentlich fast schon. Aber es hat nicht so gebockt, da durchzurushen. Nicht wirklich. Zumal ich da relativ viele Mons im Team hatte. Was ich gesehen habe, ist einfach mal, sollte ein Single Run machen bis kurz vor die Liga oder bis Part 23 oder so von 25 und dann halt eben einfach auffüllen, sage ich jetzt mal, das Team mit Mons, die gerade stark sind. Hat man ein hohes Level. Ist ja klar, weil es auch Overlevel kommt, deswegen schnell durchs Spiel durch. Ja, und dann passt das Ganze. Ah, zäh fix, ey. Boah, ist das ätzend. Kann ich jetzt wieder angreifen? Das würde mich mal interessieren, auf jeden Fall. Oder faulenz jetzt. Muss jetzt die Runde... Nee, passt wunderbar. Dann kann ich die Runde mit Fliegen verschwenden, wenden, was auch immer. Aber ihr seht, wie langsam das geht mit den Level-Ups. Gut, die Mons sind hier auch so knapp 6 Level drunter. Das wird sich in der Arena gleich ändern. Wenn es einfach mal one-shotten würde, das wäre schon sehr nützlich, Bummels. Also tu mal deinen Zweck und hau das Ding da weg. Danke, so stelle ich mir das doch schon eher vor. Ich glaube, es entwickelt sich auf Level 17 oder 18. Gut, und hier sind wir oben. Ist jetzt zum Glück eine kleine Höhle, die Granithöhle, dass man da relativ schnell durchkommt. Hier oben sind die Gegner auch wieder mit einem kleineren Level, da kann man die dann auch wieder one-shotten. Ist eigentlich zum Trainieren sogar besser geeignet hier oben, weil man einfach schnell, viel schneller durchkommt und One-Shots doch sehr nützlich sind, wenn man leveln möchte. Und ihr seht, die EP sind jetzt auch nicht so viel weniger, die man da bekommt. Also hier schon ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass man da direkt kotzen müsste oder so. Marquita, ja, mal schauen. Das entwickelt sich, glaube ich, auch nicht so spät. Es war so klar, dass jetzt die Attacke natürlich daneben geht. Oh, dann hauen wir einfach ab. Und gehen jetzt zu Troy. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine. Da gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich. Eigentlich auch so geil, dass er uns dann schickt, um den Brief zu geben. Okay, dankeschön. Hast du all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen? Ich muss mich bedanken, ehrlich. Ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Ich dachte, dieser Stern nimmt von Metacross, der Psychokinese der Erdbeben, aber gut. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus, hier hat man gesehen. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga, das ist meine Meinung. Und da wir uns jetzt so gut kennengelernt haben, sollten wir uns in unsere Pokémon-Navs eintragen. Yay. Nun muss ich mich ja wirklich beeilen. Du bist die ganze Zeit da gestanden, bis ich gerade gekommen bin und jetzt hast du auf einmal die Hast. Ah ja. So wird das sein, denke ich. Das erscheint mir logisch. War ja auch immer so. Da, wenn warte bis dann kommt danach, sage ich, oh jo, eigentlich habe ich gar keine Zeit. One-Shot, sehr schön. Gut gemacht, Bummels. Und 111, das ist zumindest mal anständig, würde ich sagen. So, und jetzt steht uns die erste größere Prüfung vor, nämlich die Arena von Fausthorhafen. Gleich, das ist natürlich Stolunio und Bummel sind da gänzlich ungeeignet. Das werden wir im Endeffekt wirklich mit Reptan machen müssen und mit Marquita. Wobei ich gerade gar nicht mehr das Level vom Arena-Leiter im Kopf habe, aber gut. Ich will das einfach mal direkt anschauen hier. Hier ist nämlich der Trick, dass es hier ganz viele Trainer gibt. Man kann die alle herausfordern, damit kriegt man immer ein wenig mehr Licht. Du forst mich heraus? Dann wundere ich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Selbstbewusst auf jeden Fall ist die Kämpferin hier. Ja, ich würde sagen, so von den Skills sieht das auch schon mal ganz okay aus. Es ist nicht so überragend, aber zumindest mal annehmbar, weil sie von ihren... Oh, Geduld, das ist ganz, ganz fies. Sandwirbel. Vielleicht geht die Tage daneben, weil dann kriegen wir gleich schon, wenn die trifft, dann haben wir schon richtig fetten Damage, weil ich glaube, es kriegen wir jetzt doppelt zurück. Aber die Tage geht daneben. Ja, Sandwirbel ist natürlich auch eine Idee, um quasi die Arena hier gut durchzubringen. Konfusion, das tut richtig weh. Eieiei.
Scanner kann, hat es auch noch am Start, um sie zu schützen vor meinen Attacken. War es im Endeffekt nur Zeitverschwendung. Meditation steigt er den Angriff, ist auch okay. Kann ich es auch mit leben. Auskundige Turmkrieger, das ist schon eine Scheiße gleich. Ja, und Geduld, das bringt jetzt nichts mehr. Und damit ist mit Diti erledigt. Sehr schön. Level 17 für Makuhita. Ja, das ist doch kein gutes Mon, wirklich. Weil da fehlen echt noch viele Werte. Vielleicht bummelt's doch beim Pokécenter. Okay, passt. Weil ich glaube, es gibt in der Arena auch meistens Doppelkämpfe. Und das möchte ich natürlich auch ausnutzen, da entsprechend dann das Team trainieren. Das könnte zum Beispiel schon Doppelkampf sein. Die macht bestimmt alles, komm schon. Ja, die Macht. Die Macht. Er schickt mal Holony-Kampf, der Satoru. Aber dagegen könnte es immer mit unseren Step-Attacken rangehen und die wird viel mehr Damage machen, da bin ich überzeugt. Auch wenn Machol uns hier fast wegknüppelt mit einer Attacke. Er läuft, ey. Okay, ich glaube, das wird richtig zäh. Mit dem A, mit dem Team. Und B, in dieser Arena hier. Der Energiefokus, toll, hätte ich auch auf den Angriff gehen können. Und hätte auch mal riskieren können, schauen, ob ich schneller bin. Aber gut, Kugelsatt. Was macht das? Gott, oh Gott, das macht hier gar nichts. Also es wird ganz schlimm. Naja, schauen wir mal. Vielleicht zeichne ich hier auch ein zu düsteres Bild. Aber ich habe irgendwie mal den Eindruck, die war früher mal leichter, so vom Labyrinth her, die Arena. Das ist irgendwie heftiger geworden. Weiß auch nicht warum, aber so grob geschätzt würde ich das schon mal vermuten. Okay, ja. Also ich glaube wirklich, wir werden hier in diesem Let's Play sehr, sehr viele Tränke etc. brauchen wir einfach ein sehr langsames Team haben. Das wird auch nicht mehr so viel besser, glaube ich. Und Bizarro-Raum haben wir nicht. Ja, vielleicht wird doch noch irgendwas mit Speed ins Team packen, außer Gewaltrohr. Ah, hier ist der Doppelkampf. Huhu, was stolperst du im Dunkeln herum? Ich zeige dir, wie viele Köpfe ein Seemann hat. Ja, schauen wir mal, was ihr so drauf habt. Ich schätze mal auf Makuhita und Mediti. Nicht Machol und Mediti. Ja, ich glaube tatsächlich sogar, dass Machol das gefährlichere von den beiden Mons ist. Und ich das deshalb nicht mit Überwurf, mit Armstoß angreifen werde. Und auch mit Zerschneider, logischerweise. Aber das ist sowieso Scanner ein, also schon die gute Wahl getroffen. Ja, tatsächlich, Makuhita wäre vorhin auch schneller gewesen, aber... Das ist einfach überhaupt kein Damage. Na, vielleicht passt es ja trotzdem damit zum Zerschneider in der Kombination. Sehr gut. Wunderbar. Dann würde ich jetzt hier mal sagen, Tackle. Ja, und das kann sowieso nicht angreifen. Meditation. Ja, passt. Kann man machen. Wie gesagt, solange kein Turmkick kommt, ist alles ziemlich bums. Ja, faulenzen es. Das ist tatsächlich ziemlich, ja, ein Scan-Einsatz, das ist ziemlich mies. Weil es kannst immer meine Faulenz-Runden kannst quasi da aussetzen. Und ich kann nicht angreifen in der Runde nach. Und falls ihr fragt, ja, ich werde später den Hyperstrahl verwenden, um diese eine Runde. Achso, warte mal, jetzt Faulenz das erst? Okay, krass, Das Schneider, wenn ihr euch nicht trifft, dann haben wir ein großes Problem. Weil dann wird die Attacke verheerend sein. Ich hätte auf Kratzer gehen sollen, das wäre safe gewesen. Aber solange es hier so passt in der Form, ist alles gut. Ach du, ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. Ja, freundlich von euch auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, da ist noch... Jetzt sehen wir immer mal ein bisschen, wo wir langlaufen. Ich glaube, das macht die Arena noch einfacher. Tatsächlich, hier waren wir schon, da unten waren wir auch schon. Da war eine Falle. Ah, hier ist noch ein Trainer, wunderbar. Wenn du hier vorbei willst, musst du erst an mir vorbei. So schaut's aus, mein Friend. Also der Makuhita tatsächlich. Okay, da würde ich mal auf Überwurf gehen. Und mal auf die mächtigste Attacke. Okay, das ist auch Überwurf ein.
Ja, aber wir one-shotten das natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, wie viel Armstoß bringt. Ja, ich riskiere es mal. Come on. Ich werde sowieso nochmal kurz, bevor ich gegen Arenenleiter kämpfe, heilen müssen oder einen Trank einsetzen gegen Firma Krita. Ja, glaube ich, jetzt dann Trank ein. Das muss nicht sein, nochmal zurückzurennen. Ich glaube, wir sind es eigentlich... Ah, ne, sind wir nicht. Okay, noch eine Kämpferin. Muss doch Camillo nichts mit das Nichtigen belästigen. Ich mach die fertig. Die sind hier alle immer sehr selbstbewusst, die Kämpferin, also... Wir werden mal schauen, was da auch dahinter steckt, im Endeffekt. Mediti ist auf jeden Fall nicht ungefährlich, ganz klar. Weil sie bekanntermaßen eine Konfusion hat. Schlimmeres Zeug. Ja, Konfusion ist übel. Lass es mal bitte, zieh die mal wieder ab. Ja, mal schauen, wie wir es mit Makrita treiben können. Wenn nicht, dann kann Bummels auf Level Up haben und sich dann die Entwicklung verdienen. Schnorren. Immer so 10 mag. Ja, Scanner, das macht es schon sehr spannend hier. Ja, dann wartet kurz. Ich schaue, wie viel fehlen, dann wechsle ich eventuell aus. Das ist, glaube ich, auch nicht so blöd. Nee, da fehlt zu viel. Wird selbst nicht mal erreichen, wenn es allein das besiegen würde. Ja, egal. Passiert mal. Ich hoffe, die Entwicklung ist auch auf 17, nicht auf 18. Ich habe mich doch komplett vertan. Das wäre nämlich wirklich ärgerlich. Ja, Marquita ist halt wirklich schwierig. Ein schwieriger Fall. Ein Fall für Dr. Sommer auf jeden Fall. Auf jeden Fall Fall. Ja, Geduld bringt ja nichts mehr. So viel KP hast nicht mehr, damit du irgendwas abziehen kannst. Ah, Mediti ist besiegt. Und es reicht, wie ich gesagt habe, ganz knapp nicht. Ja, schade. Das heißt, ja, wir sind jetzt beim Arenaleiter. Da ist auch kein Trainer mehr hinten dran, wie bei... Gab es mal irgendeine Arena, wo das so war? War das Bianca in... Ne, es war nicht Bianca in Hard Gold. Nee, vielleicht verwechsel ich da auch irgendwas im Moment gerade. Kann ja auch sein. So, faktisch würde ich gerne noch ein Level-Up mitnehmen. Ja, spannender Teil des Parts hier auf jeden Fall. Und Stolunium ist noch gar nicht in Action gesehen, aber ich verspreche euch, dass wir in den nächsten Part machen. So, Zerschneider, Level-Up, Feierabend. Level 17. Yay. Oh, ist er doch erst Level 18. Ja, dann... Dann ist es ungeschickt. Dann werde ich es natürlich nicht mehr machen. Das kommt dann halt irgendwann mal. Aber wie gesagt, nicht jetzt, weil jetzt gehen wir zum Arena-Leiter. Was halt die Frage, was da so die clevere Taktik ist. Soweit ich weiß, fängt er... mit Macholo oder mit Diti an? Das ist die gute Frage. Das heißt, wir würden in dem Fall mal einen Bauernopfer nach vorne schicken. Wobei die Dinge können protzen, das ist halt auch gefährlich. Ich schicke Reptile nach vorne. Das wird auf jeden Fall einen guten Job machen, da bin ich überzeugt. Hoffe ich doch. Wenn es ein Problem mit Reptile keine Leistung bringt, dann wird es in der Arena hier ganz, ganz eng. So, stell es mal hier hin. Ich bin Camillo. Der Arenaleiter von Fausterhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Willst du mich wirklich herausfordern? Zeig mir, was du gemacht bist. Eigentlich ist das schon ziemlich unheimlich, sich in dunklen Höhle so voranzutasten. Man denkt immer so, ja, dunkle Höhle, dies, das. Aber es ist halt im Endeffekt richtig übel, weil du macht. Du versuchst einfach nur mal nachts mit geschlossenen Augen und dann wirklich gar kein Licht mehr seht. Ihr wisst im Nachzug, geschlossene Augen doppelt gemoppelt, dies, das. Aber es macht schon nochmal einen Unterschied, ob ihr die Augen offen dazu habt, Freunde, glaubt mir das. Was man mit geschlossenen Augen irgendwie versucht, mal was ich irgendwo hinzufinden. Es wird nicht funktionieren. So, und das, die Attacke, vor der ich Angst hatte, nämlich Protzer, steigert seinen Angriff und seine Verteidigung. Jetzt kommt das super dran, dann ist es wieder voll, das Macholo und alles beginnt von vorne. Damit ist der Superdrang zwar schon mal weg und kommt nicht nachher in das stärkste Mon des Arenaleiters rein.
Ah, natürlich kommen jetzt zwei Treffer. Hätten wir nicht 3 und 3 haben können, dass das jetzt erledigt werden? Nein, wir kriegen 2 und wahrscheinlich nochmal 2. Ja, zum Glück immer mal 3, das ist gut. 4? Vielleicht sogar einen 5. mal ganz dreist gefragt. 4 mal, okay, schade. Ja, der tut jetzt weh, aber Raptain ist sehr leicht, deswegen sollte der Angriff nicht so viel Schaden machen. Ich gehe auf Absorber. Das reicht aus an der Stelle. Hätte natürlich irgendwie gerne mit Marquita begonnen an der Stelle, aber das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Da müssen wir damit leben. Mit Diti werde ich wieder genau dasselbe probieren, hier mit Kugelsaal an die Sache ranzugehen. Ah, es kommt hier mit Power Punch um die Ecke. Das ist natürlich richtig uncool, wenn es treffen würde. Das ist schon mies Power Punch, oder? So früh im Spiel. Wenn sie jetzt auf Silberblick gegangen wären, hätte ich jetzt ein richtiges Problem gehabt. Wir treffen ihn einfach 5 Mal in der Arena. Raptain läuft zu Hochform auf. Ja, Fokus verloren, kann ich angreifen. Ich gehe auf Absorber. Ja, dann schickt halt nochmal einen Supertrank rein. Ich hätte zwar erst auf Kugelsaat gehen können, weil ich es geahnt habe, aber so können wir immer ein paar KP regenerieren. Und vor allem mal schauen, wie viel so ein Absorber überhaupt abzieht. Ja, ein Viertel knapp. Das ist nicht viel. Aber wenn es immer auf Power Punch geht, dann habe ich eigentlich keinen Stress hier. Also gar nicht. Ja, 3 Treffer und Absorber wäre ganz nice, fände ich. Ja, aber Raptain, jetzt ist gerade das gesamte RNG fürs LP wird aufgebraucht. Jetzt soll ich Kugelsaat verlieren, weil das wird nie wieder 5 Mal treffen. Jetzt kommt Makuhita. Da möchte doch, gehe ich in das Mirror? Versuche es mit Raptain rauszunehmen. Hat das hier irgendwie Silberblick oder sowas? Jetzt auch nicht mehr. Hat Stolunia das noch zufällig? Das hat Felsgrab und Lebensschelle, ja, später vielleicht. Geht's erstmal auf Makuhita, weil ich möchte nicht nur mit Raptain spielen hier an der Stelle in dem Arena-Kampf. Level 19. Ah ja, Level 19. Ihr habt ja auch sonst nichts geraucht, das im Level 19 zu geben. Dann bin ich ja nicht mehr overlevelt. What the fuck? Ich habe eine Erinnerung, dass es ein Rubin Saphir mal auf einem sehr viel geringeren Level war. Wir sind immerhin schneller, das ist gut. Lol, weggecritet, bam, tschüss. Wiedersehen. Ah, läuft. Level 18 für Makuhita. Sehr nice. Huiuiui, das ist eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Das mich absaufen lassen. Okay, das mir erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Ja, wir haben einfach hier mal komplett weggecritet. Nice. Tobisal, den Knöchelorden von Camillo. Yay. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst sie vor allem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und noch was, wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Thema 8 ist Protzer, wie ich bereits erwähnt habe. Die TM 08 enthält Protzer. Dieser Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Und den Pokénav eingetragen. Ja gut, dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Smaragd wieder. Dann geht es auf übers Meer nach Crafted Pot City. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann und ciao.